Eigentlich brauchen wir ihn nicht. Unseren Reisewecker im Wohnmobil. Wir sind in Waghäusel in Baden-Württemberg und stehen auf dem großen Parkplatz an der Wallfahrtskirche. Dort haben wir uns in die hinterste Ecke gestellt. Geweckt wurden wir bereits vor einiger Zeit mit diesem Vogelkonzert. Morgentoilette, Frühstücken, ein Blick aus dem Küchenfenster, Morgenröte. Zeit, um auf die Pedelecs zu kommen. Es sind nur wenige Kilometer bis zum für uns idealen Einstiegspunkt in das Naturschutzgebiet, die Waldbachniederung. Früh aufstehen lohnt. Wir sind die Ersten, die so zeitig hier auftauchen. Nicht einmal die Sonne ist aufgegangen. Eine mystische Stimmung liegt über dem Wasser und die lassen wir erstmal auf uns einwirken. Vier Stunden, vielen Eindrücken und noch mehr Filmaufnahmen wird es Zeit für uns zu gehen. Die jetzt ausgeschlafenen Profifotografen mit ihren Telekanonen rücken an. Wir räumen das Feld, kommen aber wieder. Am späten Nachmittag, das Filmlicht ist wieder weicher, sind wir wieder da. Da es viele Kilometer offizielle Wege gibt, haben wir trotz Hindernissen ab und zu immer unsere Pedelecs dabei. Gänse und ihre Küken haben aber immer automatisch Vorfahrt. Die Purpurfrachtreihe sind schwierig zu entdecken, verraten sich aber meist durch die Attacken der Möwen. Nutrias sind mittlerweile auch hier heimisch geworden. Bei Naturschützern nicht besonders beliebt, da eine invasive Art, die hier eigentlich nichts zu suchen hat. Das Haubentauchermännchen baut emsig am Nest. Ihr schleift Halm für Halm bei, baut sie ein. Trotzdem, ihr passt es irgendwie noch nicht so recht. Also weiterbauen.
Die Waagbachniederung, ein Eldorado für Naturliebhaber und lohnenswert zu jeder Jahreszeit.